I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner, legacies, family. So, ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem abendlichen Livestream heute am Samstag. Ich habe mir überlegt, wir versuchen mal No Man's Sky mal ein bisschen zu spielen, weil ich habe gesehen, es gibt eigentlich momentan nicht so wirklich deutsche Streams, bei Twitch zumindest, die No Man's Sky spielen. Und ich wollte mal einfach mal schauen, vielleicht hat sich etwas verändert bei No Man's Sky, weiß man ja nicht. Und ich habe mal gehört, dass es auch ein Update kommen soll im Sommer. Und das Spiel soll dann halt sozusagen um 180 Grad komplett neu gestaltet werden. Also das sind alles Gerüchte. Ja, und ich wollte halt jetzt einfach mal heute mit euch ein bisschen No Man's Sky zocken. Wir zocken den Modus Überleben, also Survive Mode. Und ja, mal schauen, was so passiert. Also erwartet bitte nicht allzu viel. Ich habe das Spiel seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Also keine großen Erwartungen wecken. Wir werden einfach mal gucken, was wir so machen. Ja, meistens werden wir wahrscheinlich irgendwelche Planeten erkunden. So, dann werde ich mal laden. Also der Planet, wo ich jetzt momentan bin, der ist ziemlich heftig. Da kommen direkt erstmal diese fliegenden Sentinels auf einen zu. Und ja, wir machen hier ordentlich, die passen hier auf das Ganze auf, weil hier sind nämlich, oh, ich werde schon verfolgt. Wie ihr gesehen habt, sind da diese Gravitino-Bälle. Aber ich komme halt noch nicht so schnell weg, weil ich muss hier dieses Plutonium einsammeln. Für mein Schiff. Oh, oh, oh. 71 Plutonium. Gibt's hier noch irgendwo Plutonium? Also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Plutonium haben für meinen Start. Oh, oh. Da kommt schon wieder dieser komische Sentinel. Wie schalte ich nochmal um auf Waffe? Oh, oh. Nein, 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 nein. Ah. Also man merkt, ich spiele das nicht so lange. Oder eher andersrum, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss eigentlich nur Plutonium einsammeln. Wieder was. 31. Oh nee, komm, bleib mir vom Leib. Der lässt mich nicht in Ruhe, ne? Ach so. Da kommt schon der nächste.
Ja, zumindest haben wir die erstmal für kurze Zeit beruhigt. Ich glaube, da kommt schon der nächste. Oh fuck. Geh mal eben da runter. Titanium. Ich kenne wenigstens noch die Bezeichnungen für die ganzen Stoffe. So halbwegs. Gucken wir mal. Hier, Lebenserhaltung kann ich mit Titanium aufladen. Meine Pistole. Und die kann ich mit Kohlenstoff. Ja, nehmen wir mal Tamium. Hey. So. Also wir haben da Tamium gesehen. Scanner noch nicht aufgeladen. Oh, fuck. Sturm. Hört sich gar nicht gut an. So, unser Schiff ist genau über uns, oder was? Ja, genau über uns. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass die diese Sentinels nicht bei uns hier reinkommen, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen zu hart. Guck mal eben, vielleicht können wir sogar irgendwas basteln zum Aufladen. Also Warpzelle, nee, nicht Warpzelle. Moment, hier. Energiekanister. Kann ich den eigentlich? Ah, hier, Energieriegel, Energiekanister. Das geht. Okay. Das kann ich benutzen. Dafür benötigen wir Kohlenstoff. Ah, und Plutonium. Nee, Plutonium muss ich ja für mein Schiff sammeln. Wie viel habe ich denn schon? 199. Aber dann können wir hier vielleicht Kohlenstoff einsammeln. Solange der Sturm noch da draußen tobt. Nee, das können wir leider nicht abbauen. Kohlenstoff. Haben wir hier überhaupt Kohlenstoff? Wieso mache ich so komische Geräusche? Bisschen Geld verdienen. So, bevor wir die ganzen Sachen abbauen, einmal scannen.
Nein! So ein Sentinel. Er hat gesehen, dass wir irgendwas abgebaut haben. Kommst du rein? Genau, wie kann ich den jetzt umschalten? Nein, das war falsch. Das war, glaube ich, blöd. Das war, glaube ich, blöd. Weil die werden uns jetzt die ganze Zeit verfolgen. Ja. Fuck! Ey, Leute, was ist das für ein Sturm? Hallo? Was ist das denn für ein Sturm, bitte? Also müssen irgendwie die Typen loswerden. Wenn es überhaupt geht. Ah, Wächter deaktiviert. Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Sturm, ist er weg? Ich werde erstmal mein Plutonium ins Schiff transferieren. Objekt übertragen. So. Okay, das ist gut. Dann können wir ja los. Hey? Hat die nicht gesagt, Sturm löst sich auf? Egal. Ich muss einfach nur in mein Schiff. Junge, Junge, Junge. Geil, wir können fliegen. Aber wieso? Wieso macht das so komische Geräusche? Habe ich irgendwie eine Meldung bekommen? Ja. Raumschiff? Ach so. X. Eingehende Übertragung. Quelle unbekannt. Du bist nicht allein. Bitte identifiziere dich. Ich bin. Hä? Achso, ich muss hier was auswählen. Ich mach das mal. Ich sag jetzt mal, wer ich bin. Du hast mich verlassen. Warum hast du... Was? Sagen, dass du nicht verstehst. Sagen, dass es dir leid tut. Machen wir mal das. Lüg mich nicht an. Du... Wahrscheinlich eine Beleidigung. Selbst die anderen haben nicht... Fragen, mit wem du sprichst. Nach den anderen Fragen. Ich sag mal, wer der überhaupt ist. Es kommt keine Antwort. Der Kommunikator wird ruhig, obwohl der Kanal noch immer offen ist. Koordinaten erhalten. Missionsziele aktualisiert. Okay.
Aha. Okay, irgendwas haben wir wohl. Aktiviert, irgendeine Mission. Also wir sind jetzt hier auf dem Planeten Uigarugailimik. So, wo kann man jetzt Missionen angucken? Aha, finde uns, höre uns. Ich habe eine Atlas-Schnittstelle an Bord einer Kamesin-roten Station gefunden. Sie hat. Ach so, das. Ah ja, ich hatte mal, glaube ich, so einen Atlas-Punkt im Weltall gefunden. So, erwachen. So, wir können starten. Ich würde sagen, probieren wir das mal aus und verschwinden mal hier von dem Planeten. Was? Nicht genug? Nicht? Och nee, Leute. Mir fehlt 1%. 1%. Wo ist das überhaupt? Ankunft in 2 Minuten? Dann könnte man das ja mal probieren, oder? Auf dem Weg dahin können wir ja noch ein bisschen Plutonium sammeln. Aber 1,45. Könnte noch ein bisschen dauern. Oh nein! Nein, kein Sturm, bitte! Bitte. Och nee. Ich muss mich eingraben. Nein, und jetzt kommt noch so ein. Jetzt kommt noch so ein fliegendes Viech, ne? Aber die Gradzahl. Bleibt 41 Grad. Juhu! Achso, ja, wir sind frei. Kein Sturm. Aber wir werden trotzdem verletzt. Und was sehe ich da? Plutonium. Ich komme. Plutonium kann man sogar auch scannen. Wusste ich gar nicht. Okay, ich sollte glaube ich nicht zu lange hier rum scannen. Nein, geh weg. Geh weg. Hallo Anton, grüß dich. Wie geht's dir? Oh, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Oh oh, er verfolgt mich. Immer noch. Och, scheiße. Was muss ich machen? Eisen, Heridium, was? Ich muss Eisen und Heridium haben.
Ach du Scheiße, Leute. Wo soll ich das denn herbekommen? Ah, okay. Wenigstens Plutonium. Och nee. Und ich dachte, wir können hier irgendwie in ein Haus reingehen. Och nee, komm, bleib mir vom Leib. Was ist das? Was ist das für eine Pflanze hier? Sternendorn. Was ist das? Titan. Och nee, komm Leute, der verfolgt mich jetzt die ganze Zeit. Der Typ. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Also wir müssen Zink und Helium haben. Moment, wir können doch was herstellen. Wir können was herstellen. Komm, der geht mir langsam auf den Sack. Der Typ. Der auch. So, wie ging das mit dem Bauen? Boah. Nein. Nein, 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 nein. Da kommt schon wieder der nächste Typ. Na, komm. Ey, weißt du, da haben wir uns echt einen scheiß Planeten ausgesucht. Für so eine Mission. Guck mal, da haben wir Zink. Da haben wir Zink. Habe ich überhaupt Platz dafür? Ja, wir haben Platz. 20 Zink. Okay, das haben wir. Ich muss leider nochmal zum Schiff, weil ich habe sonst keine... Oder warte mal. Wir machen das anders. Ich buddel mal hier ein Loch. Geil, wir haben Zink bekommen, Neutrino-Modul und wir haben die Wächter erstmal vom Hals. Okay. Wir müssen Heridium bekommen. So, wie ging das mit dem Bauen jetzt? Ich hab schon vergessen. Anleitung, genau. Navigation. Kampf, neue Funktion. Überlebensgrundlagen. Erste Schritte. Ressourcen sammeln, Systeme wieder aufladen. Basisbau. So, Z. Genau, Z war bauen. So. Z. Speicherpunkt. Dann haben wir Signalbooster. Ah, dafür muss ich Eisen. Signal. Einmal aktiviert, bieten Signale einen dauerhaften Navigationswegpunkt, um wiederholte Besuche an bestimmte Orte zu erleichtern. Ah, okay, das ist gut. Also Signalbooster, da müssen wir 50, ups, da müssen wir 50 Eisen für haben. Eisen habe ich hier gesehen. Müsste eigentlich überall vorhanden sein.
Weil ich wollte nämlich mit so einem Booster mir Heridio mal suchen. Hallo? Gibt's hier... Nein. Ist das nicht ein Stein? So, wo ist mein Loch? Ab ins Loch. Ab ins Loch. So, wir haben... Wir haben... Oh, mein Blitzwerfer? Achso, nee, das ist die Kanone. Das ist die Kanone. Guck mal hier, Tamium. Wir haben nicht mehr so viel Tamium, Leute. Wir müssen echt aufpassen. Im Schiff habe ich auch kein Tamium. Guck mal, da haben wir doch Iridium. Was suche ich denn da eigentlich? Zu weit entfernt, ne? Okay. Das heißt, wir laufen jetzt wieder zum Schiff. Und was war das? Iridium und Zink, ne? Okay, Zink. Ja, Zink hatte ich eigentlich. Moment, dann können wir vielleicht noch ein paar Sachen ins Schiff wieder transferieren. Und zwar hätte ich jetzt gesagt, die Gravizinobälle. Hier dieses... Was? Null Plätze? Moment. Ach. Kein Platz mehr verfügbar hier. Ja, Zink haben wir eigentlich auch schon ohne Ende. Ja, okay, also ich muss auf jeden Fall gleich nochmal zum Schiff. Wie weit? 14 Sekunden. Sturm löst sich auf. Das ist geil. Endlich. Wo ist mein Schiff? Was sind das für Kugeln? Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich dachte, der Sturm wäre vorbei. Hä? Das verwirrt mich jetzt. Das hat mich jetzt verwirrt. Eisen. So, gehen wir einfach mal weiter. Was haben wir da? Achso, den habe ich schon. Ist das giftig? Guck mal, da haben wir Plutonium. Ich finde das immer so witzig mit diesen schwebenden Inseln in der Luft. Ah, guck mal, da haben wir... Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wo ist das Schiff? Oh, ich muss mich eingraben. Ja, schnell! Schnell, schnell, schnell! Oh. Ah, wo ist denn unser Schiff denn jetzt? 20 Sekunden! Fast da!
Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Displays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Stream. Ciao, Leute!